So, jetzt kommt das Level mit meiner persönlichen Lieblingsmusik aus dem Spiel. Ich glaube nicht, dass es von vielen die Lieblingsmusik ist, aber ich liebe sie. Das hört sich einfach nur cool an. Und ich hoffe, ich habe die Musik laut genug. Ja, ich mag die Musik. So, wie ging das jetzt hier? Aha. So. Und ja, den Sprung kann man schaffen, aber manchmal auf Nummer sicher nehme ich immer noch den Enterhaken. So, und runter und weiter geht's. Die Stage sieht übrigens auch wieder genial aus. Ich nehme ich diesmal nicht mit, habe ich gesagt. Ich wollte eigentlich nicht mitnehmen. Ja, mach ruhig das Eis kaputt. Durchbrich das Eis. Aha, hier hochklettern. Stopp. Jetzt kann ich wieder mit der Enterhackwaffe rumhacken. Und auf der NTSC-Version, also auf der amerikanischen Version, gibt's bei dem Boss, Mini-Boss ein Glitch, der kann man den Bildschirm einfach so doll zum Laggen bringen, sodass der Boss, dass der Bildschirm hier nicht hängen bleibt. Du kannst einfach vorbeispringen. Ich habe es aber schon ein paar Mal auf der Version versucht und ich glaube nicht, dass es geht. Kann sein, dass es trotzdem geht, aber ich bezweifle. Außer es ist ziemlich schwer oder so. Wer weiß. Ich habe mich nicht drüber informiert. So, und das ist das Useless Upgrade, das werde ich nicht brauchen. Yay, aber es sieht schön aus. Und was schön aussieht, das nehmen wir mit. Hauptsache kostenlos. Ach, eigentlich wollte ich hier ein Wheel schießen. Na, zu schade. Hier will ich eigentlich auch ein Bubble-Schild ausrüsten. Wenn ich jetzt eins denn dabei hätte. Na egal, komm jetzt Stein, ich überlebe das schon irgendwie. Die Fledermäuse können dann hier nämlich tatsächlich doch mal töten. Deswegen gehe ich hier mal kurz in Sicherheit. So. Ey. Weg hier. Weg hier, Mega Man. Ja. So, und dann sind wir beim Boss. Und dann pumpen wir den Boss mal weg. Kann sein, dass ich beim letzten Mal auch gestorben bin. Wenn ich den jetzt schnell weghaue, den Boss, dann habe ich eine ganz gute Chance, wieder einzuholen im Vergleich zum letzten Mal. Huhuhu. War ich doch gar nicht so schlecht. Hm. Ich bin zweimal gestorben und ich habe den Alligator-Boss richtig verkackt. So, jetzt brauchen wir die Waffe. Yay. Na gut. Und jetzt kicken wir dann einfach ganze Zeit deine Mülltonne hier weg. Komm. Piu. Nein, na, oh gut, getroffen. Doppeltreffer. Nein, oh, du bist voll reingerannt. Oh. Bam, tot. Und ich bin jetzt insgesamt 29 Sekunden schneller als letztes Mal. Ich habe gerade in dieser Stage 2 Minuten und 18 Sekunden gut gemacht. Yeah. Klopf dir selber auf die Schulter, Bursch. So, und jetzt mache ich eben die Stage, die ich doppelt machen muss. Die man, wie gesagt, mit dem Liberty Jump braucht man den nicht doppelt machen, aber wer macht schon den Liberty Jump? Außer die Speedrunner halt. Welche Stage werde ich denn nochmal reingehen? Hier, oder? Ja. Ja. So, dann wollen wir eigentlich nur... Es ist gar nicht so schlimm, also dieser Glitch bringt ja nicht so viel, wie ich gesagt habe, weil... Ich hätte mit dem Gegner hier noch eine Rechnung offen. So, hier müssen wir nur hin, weiter nicht. So. Schön. Und raus. Raus aus dieser gottverdammten Stage.
Und dann hin zum Vogelstrauß. Zum Mr. Overdrive. In dieser Stage gibt es echt eine Stelle, die ich überhaupt nicht kann. Die ist auch sauschwer, finde ich. Aber es gibt wenigstens einen kleinen Trick, den eigentlich jeder selbst rausfinden kann, den auch jeder selbst rausgefunden hat, der das Spiel hat, wahrscheinlich. Also kein geheimer Secret-Trick wie... Naja, die anderen drei waren auch nicht so geheim, die ich bisher gemacht habe. Aber die waren interessant. Der ist jetzt nicht so interessant. Aber ihr werdet es sehen. Falls ihr nicht schon denken könnt. Und ihr müsst mal auf das Motorrad achten, wenn ich schieße. Ist das immer so oder ist es gerade verglitscht? Ich habe das Gefühl, das ist gerade verglitscht. Das sieht nämlich irgendwie kaputt aus, wenn ich schieße. Und übrigens, das hier ist die Stelle, die ich nicht kann. Ich kann kein Motorrad fahren. Nein. Überhaupt nicht. Da wäre ich abgestürzt. Blöd, blöd, blöd. Dann gehe ich jetzt so weiter. So. Und hier kommt jetzt auch die Stelle, die ich meine. Hier muss man eigentlich mit dem Motorrad langfahren. Aber, nö. Wir springen einfach mal hin und töten uns selber und sind damit glücklich. Moment. Kann sein, dass ich jetzt null Leben habe. Ich achte, will noch mal kurz gucken. Okay, es war verdammt gut. Eigentlich wollte ich die Overdrive Stage vorher machen, bevor ich das andere Upgrade hole. Aber da habe ich gerade ein Leben gekriegt und... Na, da hätte ich die Stelle von der Stage nochmal machen müssen. Hätte ich jetzt auch keinen Bock drauf. Ehrlich gesagt. Bam! So. Hier bekommen wir das Dash-Upgrade. Das man für den Liberty-Jump dann früher holen muss. Das macht er, die Stage macht er hier gleich als zweites. Damit er halt den Trick machen kann. Den benutzt er den Trick, glaube ich, zwei, dreimal. Vielleicht öfter, aber nicht so oft. Ah, fast gegriffen die, das Ding. Das Dingo. Okay. Blast away und ich button mashing. Yeah. 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 Vielleicht schaffe ich es ja doch in 15 Minuten Parts, wer weiß. Obwohl, nee, ich lasse das Ending drin. Ach, dann schneide ich die Parts ein bisschen großzügiger, dann werden das auch nur 5. Ach, der Boss hat auch einen kleinen Trick. Zwar nicht ganz so krass wie der bei Alligator, aber der klappt ja sowieso nicht. Wo ist die Waffe? Da! Bam! Man kann ihn... Na. Man kann ihn dann nochmal treffen, zwischendurch. Da! Genau! Aha, das Timing ist echt nicht schwer. Ich krieg das ganz gut hin. Wenn ich rede, klappt es natürlich schlechter, aber... Geht bisher. Yay! Und ich bin... Ich kann nicht sagen, wie viel schneller ich bin, weil ich letztes Mal vergessen habe, an dieser Stelle, einen Zwischenstandsbericht zu erstellen. Also, das heißt, die Zeit zu stoppen. Also, keine Ahnung. Aber bisher habe ich 40 Minuten und 7 Sekunden gebraucht. So, laber mich nicht zu, Oppi. Mr. Kane. Jetzt können wir nämlich zu den Sigma Stages. Ja. Aber vorher will ich noch einen kleinen Abstecher machen. Das mache ich nur aus Sicherheitsgründen. Ein Speedrunner würde nie auf die Idee kommen, sowas zu machen. Aber ich will eigentlich nur noch mal in die Stage hier rein. Weil hier kann ich noch ziemlich einfach und sehr schnell meine Energietanks aufladen. Das werdet ihr gleich sehen. Ihr habt den Geheimweg ja schon mal gesehen, wo ich aus Versehen reingegangen bin. Warum öffne die Tür? Sesam. Keine. So, Energie. Mehr Energie. Energie. Und ich bin voll. So schnell kann man seine Energietanks
maxen. Allerdings finde ich, sollte ich mal irgendwo sterben, einfach mal ganz schnell. Hätte ich eigentlich machen können, um aus dem Level rauszugehen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Blöd, blöd. Na, ich kann mir, glaube ich, hier am Anfang ein Leben holen, oder? War das nicht so? Ich glaube, ja. Hier sollte irgendwo ein Leben sein. Ja, da ist ein Leben. Ey. Nehmen wir uns das mal aus Sicherheitsgründen mit. Bio. Bio. So, so, so. So, hier geht es einfach jetzt nur darum, um hochzuklettern. No, no. Und da kann man auch einen kleinen Trick bei machen, der diese Sache eigentlich nur ein bisschen erleichtert. Komm. Yeah, man kann die abschießen. Und dann klemmen diese Wände einfach nicht mehr zusammen. Macht die Sache hauptsächlich einfacher, nicht wirklich viel schneller. Minimal. Wenn man an der richtigen Seite hochgeklettert wäre. Nicht so wie ich. Spring doch einfach rüber. Warum willst du die kaputt machen auf einmal? So, weg hier. Haha. Schaffe ich auch nicht immer. Meistens greift er mich. So wie der. Aber ist nicht so schlimm, also gut. Und den gleichen Trick noch. No, ich habe ihn nicht getroffen. Jetzt muss ich das schwer machen. Habe ich ihn doch? Ne. Er war irgendwie sehr langsam oben, habe ich das Gefühl gehabt. Er hat sich echt Zeit gelassen diesmal. Kein Problem mit. Was? Jetzt bin ich wieder langsamer als letztes Mal. Was? Okay, wo habe ich die Zeit verschwendet? Keine Ahnung. Echt kein Plan. So, jetzt will man hier auch nochmal sein Bubble Shield machen und dann ist der Boss der einfachste im Spiel. Weil man einfach hier stehen kann. Man kriegt zwar einfach so einen Treffer, aber das ist an und für sich nicht so schlimm. Naja, okay, ich war jetzt 36 Sekunden langsamer wieder. Puh. Habe ich doch irgendwo was verschissen, oder? Und ich hatte so ein gutes Gefühl. Nein. Aber wer weiß, wann ich mir die Energietanks geholt habe. Vielleicht habe ich die letztes Mal mal anders geholt. Zum Beispiel erst nach dieser Stage hier oder so. Und dann habe ich das ja als Zeitgut. Viele finden, dass dieses Lied das Beste im Spiel ist. Ich muss sagen, es klingt verdammt gut, aber es ist sehr kurz. Ich glaube, das Lied geht 30 Sekunden, dann loopt es. Also, ich weiß nicht. Klingt zwar schön und gut, aber ne. Ist auf jeden Fall eins der nervigsten Level und war das schwerste Level bei weitem im Let's Double Play von X1 und X2, was ich gemacht habe. Hui! Hui, so. Weil das Level ist hier schwer, weil hier überall Instant Death Spikes sind. Und in X1 waren auch überall Löcher. Und deswegen war das einfach sau schwer, die Stage. Kann die Stelle schwer machen, an der Seite jetzt lang klettern, aber wer macht das schon? Das ist ein bisschen Schaden, was ich hier kriege. Das ist mir sowas von egal. So, Treffer kriegen geht auch einfacher. Egal. Lass mich durch. So, jetzt sind wir bei Dr. Wily. Okay, und wir benutzen jetzt diese Waffe, die ich gesagt habe, wir benutzen die einmal, damit es ein bisschen schneller geht. Und da benutzen wir sie. Bombenphase 1 tot. Mit dem Silkshot dauert das eigentlich auch nicht viel länger, aber da braucht man halt 4 Schüsse.
Auf jedes Teil 1. Außer man kann mehr gleichzeitig treffen. Geht auch glaube ich, irgendwie. Kann, glaube ich, zwei gleichzeitig treffen. Die Phase macht man einfach von hier. Wenn man ihn treffen würde, was soll das? Das ist, wenn ich nicht treffe. Dann ist die Phase eigentlich auch nicht schwer. Notfalls setze ich den Energietank ein. Ich habe keinen Bock, das nochmal zu machen. Ah, blöd. Ich weiß auch nicht, warum ich ihn nicht wirklich treffe. Eigentlich stehe ich immer nur hier und bog auf. Meistens klappt es irgendwie. Ich frage mich auch, warum ich manchmal einfach gar nicht schieße. Ich lasse die Taste los und manchmal passiert nichts. Bam! Ha, ich treffe nicht. Was jetzt aus der Luft? Vielleicht treffe ich dann sogar zweimal. Das sah gerade echt ganz gut aus. Auf jeden Fall treffe ich einmal bisher immer. Das ist eine ganz gute Prozentchance bei zwei Schüssen. Finde ich gut bisher, die Technik. Jo, das behalte ich bei. Das mache ich beim nächsten Mal garantiert so. Und ja, da hatte ich garantiert dazwischen das alles eingesammelt, die Energietanks. Weil jetzt habe ich wieder 2 Minuten 10 besser als letztes Mal. Schön, schön. Und Dr. Wily wurde besiegt. Die Welt ist gerettet. Alle freuen sich. Schön, schön. Friede, Freude, Eierkuchen. Backpfeifengesicht. Gesicht.